Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Freitag und das bedeutet, ich werde euch eine neue Frisur zum Frisurenfreitag zeigen. Und von vorne könnt ihr sie hier schon sehen, von hinten werde ich sie euch hier noch einmal einblenden. Ich finde, sie ist wunderbar geeignet für den Herbst oder für auch alle anderen Tage. Ich trage sie heute mit einem dunklen Lippenstift und fühle mich unglaublich herbstlich. Falls ihr Interesse daran habt zu sehen, wie diese Frisur funktioniert, wie sie gemacht wird, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt und im Anschluss kommt das Tutorial dazu. Das erste, was ich machen werde, ist meine Haare zu toupieren. Dafür unterteile ich mir einfach oben ein paar Strähnen und gehe ganz leicht mit meinem Kamm durch. Je nachdem, wie intensiv ihr das Toupieren haben möchtet, könnt ihr natürlich auch mit Haarspray arbeiten und einfach stärker toupieren. Ich will es aber nur ganz leicht antoupieren und werde danach den Rest einfach mit einzelnen Strähnen irgendwie schon ein bisschen voluminöser machen. Wenn ich damit fertig bin, kämme ich einfach die oberste Schicht ein bisschen glatt, damit man das Toupierte nicht mehr sieht, aber das Volumen trotzdem da ist. Und dann beginne ich auch schon mit meinem ersten Zopf. Dafür unterteile ich mir einfach von der Seite ein bisschen von meinem Haar. Ihr könnt einfach schauen, dass die Strähnen ungefähr nachher alle gleich groß sind. Wir machen davon ein paar mehr. Ich nehme jetzt einfach ungefähr so ein kleines Zöpfchen und ziehe das dann einmal komplett durch. Daneben nehme ich mir dann wieder ungefähr die gleiche Größe, wie ich das vorher schon genommen habe und mache ein zweites Zöpfchen. Nun kommt der Part, der das interessant macht. Ich nehme mir mein erstes Zöpfchen und unterteile das in zwei gleich große Strähnen und werde dann mein zweites Zöpfchen sozusagen drüber legen. Dafür nehme ich eine ganz normale Haarspange, um das zu fixieren, damit mich das nicht mehr nervt. Als nächstes werde ich mir wieder eine ungefähr gleich große Strähne nehmen und werde sie dann mit den soeben unterteilten Zöpfchen in ein neues Zöpfchen verfrachten. Als nächstes werde ich dann mein erstes Zöpfchen sozusagen wieder runterlassen und die gleiche Prozedur nochmal machen. Ich teile es in zwei gleich große Teile und werde das neue Zöpfchen wieder da durchziehen und es mit der Haarspange fixieren. Dann nehme ich mir von den Nebenhaaren wieder etwas dazu und werde es mit meinem eben halbierten Zöpfchen sozusagen wieder in ein neues zusammentun. Wenn ich also damit fertig bin, werde ich meine letzte Strähne, die ich oben fixiert habe, sozusagen rauslassen und werde sie mit einem Haargummi erstmal befestigen. Der nächste Schritt wird es sein, in das eben gemachte Zöpfchen sozusagen das darunter liegende Zöpfchen durchzuführen und das Haargummi dann ein bisschen runterzuziehen. Und ich mache das hier ebenso. Ich werde ein Loch sozusagen, so einen kleinen Loop machen und werde dann mein oben liegendes Zöpfchen einfach da durchziehen. Wenn ich am Ende angekommen bin, dann werde ich beide Strähnen miteinander fixieren. Je nachdem, wie lang eure Haare sind, werdet ihr das entweder weitermachen oder eben wie ich relativ schnell aufhören, denn meine Haare sind nicht die längsten.
Wenn ich damit fertig bin, kommt auch schon der Part, der die Frisur so macht, wie sie nun mal ist. Und zwar werde ich hier die einzelnen Strähnen etwas rausziehen und somit die ganze Frisur auflockern. Hierbei darauf, dass ihr von Anfang an vielleicht die Haargummis nicht allzu fest macht, weil es dann so ein bisschen leichter fallen wird, die einzelnen Strähnen rauszuholen. Ich habe sie jetzt immer dreimal rumgemacht. Ihr hättet das auch zweimal rummachen können, weil sie so einfach ein bisschen einfacher sich rausziehen lassen. Seid ein bisschen vorsichtiger damit, wie doll ihr an den einzelnen Haaren zieht, denn was ihr einmal rausgezogen habt, könnt ihr nicht wieder reintun. Also geht da ein bisschen langsamer vor, damit ihr das Ganze nachher nicht noch einmal machen müsst. Wenn ich das jetzt meiner Meinung nach genug aufgelockert habe, dann werde ich einmal mit einer Haarspange diese ganze Pracht einmal hier oben fixieren, damit es einfach gleichmäßiger aussieht, und werde dann diesen Stümmel sozusagen, der hier unten lang läuft, einmal nach unten legen und unter die Flechtung verstecken, damit man nicht sieht, wo der Anfang und wo das Ende der Flechtung ist. Dadurch, dass ich kürzere Haare habe, werden bei mir natürlich überall so kleine Strähnen rausgucken. Ich finde das persönlich nicht schlimm, aber wenn ihr auch gestufte oder kürzere Haare habt, dann könnt ihr das natürlich mit Haarspangen oder mit Haarspray fixieren. Für mich ist das so in Ordnung, das soll ja relativ messy aussehen, von daher mache ich mir da keine Sorgen. Also ihr Lieben, und das ist das fertige Ergebnis. Hier könnt ihr das noch einmal im Rundumblick sehen. Es ist eine sehr verspielte Technik und ich finde, sie ist auf den ersten Blick wirklich schwer zu durchschauen. Und wenn ihr das ein paar Mal geübt habt, dann habt ihr den Kniff auf jeden Fall raus. Also ihr Lieben, das war's für mein Video für den heutigen Frisurenfreitag. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und die Personen, die mir dieses Bild haben zukommen lassen, vielen Dank dafür. Schickt mir auf Facebook auf jeden Fall neue Inspiration. Ihr seht, ich mache sie wirklich alle so Schritt für Schritt nach und ich denke auch, diejenigen, die das anfragen, freuen sich darüber. Ich hoffe es auf jeden Fall. Mir macht es natürlich immer Spaß. Von daher hinterlasst mir bei Facebook neue Ideen. Den Link findet ihr in der Infobox und ich würde sagen, wir sehen uns dann zahlreich versammelt bei meinem nächsten Video. Wie immer, bis dahin alles Liebe, wie immer. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!